Servus, du frische Opatzter da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Zu einem speziellen Video rund um das Thema The Walking Dead Kettengeschichte. Ich habe eine selbstgeschriebene Kurzgeschichte von The Walking Dead mit einer bekannten Person, Clementine. Und dann breche ich einfach ab und tagge jemanden und der darf dann die Geschichte weitererzählen. Wie er das macht, das bleibt dann ihm überlassen. Ja, ob er das Format etwas ändert, andere Bilder nimmt oder vielleicht vom Game selber etwas reinnimmt, das kann er machen, wie er möchte. Oder vielleicht auch noch selber spielen. Und dann bin ich gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Der getaggt wird, der weiß schon Bescheid. Darum weiß ich, dass das auf jeden Fall weitergeht, diese Geschichte. Und ich fange jetzt einfach an mit der Geschichte The Walking Dead. In dieser Geschichte lebt einst ein sehr, sehr reicher Mann. Ein Mann, der als reichster Mensch der Welt angesehen wird. Ein Amerikaner, der geschickt mit Finanzen umgehen kann. Er kaufte marode Firmen auf und verkaufte sie lukrativer als je zuvor. Mit so viel Geld lässt es sich gut leben. Viel hatte er davon nicht. Sein Kopf war ständig bei Kauf und Verkauf. Er merkte nicht mal, dass seine Ehe bereits geschieden wurde. Seine Kinder hassten ihn und der Hund starb an Einsamkeit. Plötzlich überkam ihm die Angst. Eine Zombie-Seuche könnte ihm all diesen Reichtum kosten. Also beschloss er, sein ganzes Vermögen in ein fliegendes Luftschiff zu verwandeln. Seine Ratgeber warnten ihn, sein Vorhaben zu verwerfen, jedoch bei so viel Geld ließ sich der Bau nicht verhindern. Seine Idee war, eine ganze Stadt größer als New York in die Lüfte zu bewegen, like Bioshock Infinite. Alles blieb unter tiefster Geheimhaltung. Falls es jemals so weit kommen sollte, wäre ein Leben im Himmel viel sicherer und er wäre ein Held. Eines Tages tatsächlich, es brach auf der ganzen Welt eine Zombie-Seuche aus. Menschen fallen Menschen an und fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Die Straßen waren voller Blut und Leid, Fleisch und Körperteilen, Stöhnen und Schreie. Mist, ich wurde gebissen. Schlag mir den Arm ab. Nein, Dad, das kann ich nicht. Hack mir den Arm ab, Sohn. Nein, Dad. Hack mir den Arm ab. Mami, wo bist du? Mami? Nein, geh weg von mir. Geh weg von mir. Es gibt auch Überlebende in dem Chaos. Kleine Gruppen, die sich gut verstehen und sich unterstützen. Clementine ist eine von ihnen. Ein mutiges Mädchen, die viel durchgemacht hat. Viele ihrer Freunde starben. Nicht nur wegen den Zombies. Meistens eskalierte die Gruppe und sie töteten sich gegenseitig. Diese Gruppe ist anders, fürsorglich und hilfsbereit. Hier mochte Clementine gerne bleiben. Die meisten von ihnen haben selbst ihre Familien verloren. Freunde, Eltern, geliebte Menschen. Sie sitzten gerade am Lagerfeuer und wärmten sich, erzählten sich mutige Geschichten über ihre Abenteuer vor der Apokalypse. Plötzlich wurde diese kleine Gruppe von Zombies umzingelt. Mist, das Feuer hat die Horde doch noch angelockt, schrie jemand panisch. Umzingelt versuchten sie sich nicht kampflos zu ergeben. Letztendlich scheint es aussichtslos für diese mutige Gruppe. Sie werden heute sterben und doch nicht. Auf einmal wurde alles hell und eine feste, tiefe Stimme drang durch die Ohren. Cop Number One. Wir haben hier Überlebende. Bitte verzögern Sie den Evakuierungsplan. Verstanden, Soldat. Soldaten im Hightech-Anzügen und Laserwaffen mit hohen pulverisierenden Schutzschildern eliminierten die Zombie-Horde
mühelos und streckten freundlich die Hand unserer kleinen Gruppe entgegen. Sie, mitkommen! Wir bringen Sie zum Sanctum. Zum Helikopter gehen Sie hier entlang. Etwas durcheinander folgten Clementine und die anderen den Soldaten. Noch nie haben sie zuvor gepanzerte und geschützte Soldaten gesehen. Der Helikopter stand an einer Lichtung. Ein Energiefeld schützte die Flugmaschine. Der eine Soldat tippte auf seinem Unterarm-Laptop und das Energiefeld verschwand. Schnell, sagte der Soldat. Hastig liefen sie alle in die Richtung Helikopter und wurden freudig empfangen. Das Leben in Sanctum ist wie ein Paradies auf Erden. Eine ganze Stadt in den Wolken. Oben ist alles rein und sauber, keine Zombies, kein Leid, frische Betten, warmes Essen und Trinken, vor allem Sicherheit, ein Platz, wo man gerne leben möchte. Eine riesige goldene Statue in der Mitte der Stadt symbolisierte den Geldgeber für dieses Projekt. Ein wahrer Held, sagten viele. In der Forschungsabteilung wird fleißig nach einer Lösung gesucht. Lösung A beinhaltet den Plan, alle Zombies mit einem speziellen Gift zu eliminieren und potenzielle Überlebende zu verschonen? Oder Plan B, den totalen Exodus für den Planeten. Eine riesige Feuerwalze, die mindestens 20 Jahre lang andauern würde und somit den Planet vorerst unbewohnbar machen würde. Danach soll eine Wiederbevölkerung des Planeten Erde stattfinden. Wie soll es weitergehen? Jetzt wird getaggt in diesem Video. Ich tagge Fabelay Let's Plays. Hatten wir die nicht schon mal? Ja, egal. Auf jeden Fall, ihr seid jetzt dran, macht was draus. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin erstmal durch. Teilt dieses Video euren Freunden, euren Verwandten, Liebschaften, was ihr möchtet. Liked, teilt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei seid. Denkt daran, immer fesch bleiben. Bye!